Moin Leute, ja, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es darum, wie man es ja schon in der Videobeschreibung sieht, um ein kleines Fazit. Mein erstes Jahr auf YouTube. Ganzes Jahr ist es ja nun nicht ganz. Angefangen habe ich ja quasi, war es März, mit einem kleinen Tourenvideo. Was heißt Tourenvideo? Es war eigentlich ein Mountainbike-Video gewesen, was ich ursprünglich nur auf Facebook hochladen wollte, was aber dann aufgrund der Datenmengen dann doch etwas zu groß geworden ist, was man gar nicht glauben mag bei den kleinen Videos, die man so macht. Aber so eine halbe Stunde Video kann schon mal 6 bis 7 GB locker und das nur in Full HD werden. Von 4K-Videos und so weiter will ich da gar nicht reden. Das würde mein Rechner wahrscheinlich auch gar nicht mitmachen. Übrigens, Prost, ich habe mir vorhin nebenbei ein bisschen Tee gemacht. Ja, dann nehme ich mal ein kleines Schlückchen und dann reden wir weiter. Mango-Tee übrigens. Sehr lecker. Und daher habe ich es dann halt spontan auf YouTube hochgeladen. Den Kanal, als Kanal gab es ja schon länger. Also was heißt als Kanal? Es war einfach ein YouTube-Profil, was damals mit der Übernahme von Google, beziehungsweise Google übernahm YouTube dann. Und dann hatte man plötzlich ein YouTube-Profil. Und das existiert schon seit 2015 ungefähr. Aber wie gesagt, hochgeladen erst jetzt vor 9 Monaten das erste Video. Ja, und da hat man es dann halt genutzt. Sag, cool, hast du ein Ding? Schmeiß rauf, lad hoch, passt schon. Ja, inzwischen, wie gesagt, knapp 33, 35 Videos. Viele Wanderungen dabei. Inzwischen mache ich ja auch Outdoor-Sachen. Outdoor-Overnighter, ein bisschen Bushcrafting ist da auch mit dabei, weil es mir mittlerweile echt Spaß macht. Und ich bin soweit eigentlich ganz zufrieden. Ja, ein paar Abonnenten habe ich mittlerweile auch schon dazu gewonnen. Und ich hoffe, das werden auch noch ein paar mehr. Und ansonsten, ja, was soll ich sagen? Seit einem Jahr oder mehr, etwas länger, gehe ich jetzt mittlerweile wandern und es macht mir Spaß. Man entdeckt die Natur neu, man sieht die Landschaft, man kann das eigene Land, sage ich jetzt mal, sehr intensiv erleben. Man muss nicht weit reisen. Sagen wir es mal kurz, man muss nicht weit reisen, um die Schönheit des Landes oder vielmehr überhaupt die Schönheit der Welt zu ersehen. Das kann man auch vor Ort machen, gerne auch im heimischen Wald, auch wenn der hier nicht der schönste ist. Aber ich finde, auch hier geht's. Man kann es auch hier aushalten. Ich hatte ja in meinem letzten Outdoor-Video, was ich ja gemacht hatte, vor einer Woche angekündigt, dass es Veränderungen geben wird auf diesem Kanal. Die wird es geben. Es wird eine Kanal-Namensänderung geben. Ich werde den Kanal neu benennen und das Ganze wird auch ein neues Logo bekommen. Das blende ich jetzt mal hier oben ein. Ja, MS Outdoor Adventure soll der Kanal demnächst heißen. Einfach weil das Wandern an sich zwar nach wie vor ein großer Bestandteil auf diesem Kanal sein wird, allerdings nicht mehr der alleinige Part. Es wird auch einiges so im allgemeinen Outdoor-Bereich kommen. Ein bisschen Bushcrafting und was es da so halt in dem Bereich so alles Mögliche gibt. Und ja, auch noch etwas ganz anderes. Ich hätte mir vorgenommen, aufgrund meiner kleinen Hüftproblematik und den Knien, demnächst auch ein bisschen Bikepacking zu machen. Ja? Also auch mit dem Fahrrad. Ich fahre so oder so sehr viel mit dem Fahrrad. Also warum soll man vieles nicht auch mal mit dem Fahrrad erledigen? Ja, einfach mal an die See fahren, nach Berlin, nach Leipzig, wo auch immer hin. Deutschland ist groß genug, um auch mal eine Woche komplett allein mit dem Fahrrad unterwegs zu sein. Und das habe ich jedenfalls auch demnächst mal vor. Ein Hauptgrund, warum ich auch Bikepacking mittlerweile reinnehmen will in den Kanal, ist vor allen Dingen einfach die Zeit, die ich nicht habe. Man hat halt nur eine begrenzte Anzahl an Urlaubstagen und viele Dinge lassen sich halt zu Fuß, wenn man nicht ganz so schnell unterwegs ist wie manche anderen Outdoor-YouTuber. Da braucht man dann halt schon echt sehr lange. So, und da ich das Hiking, also das Durchwandern von ganzen Wanderwegen am Stück für mich ein bisschen ad acta gelegt habe, dachte ich mir, okay, so kleine Sachen wie den Hünenweg, andere regionale Wanderwege, die kann man eventuell auch mal in Teilen mit dem Fahrrad machen. Da ist man schneller unterwegs. Und man schafft auch in kürzerer Zeit mehr Strecke. Jedenfalls, das wollte ich mal probieren, das wollte ich mal austesten, wie das ist.
ich denke, mein erstes Projekt wird irgendwann im Laufe des Jahres sein, und zwar die Fahrt tatsächlich oben an die See. Das wäre zumindest so meine Idee, an die Nordsee. Mal gucken, ob das klappt. Lass uns überraschen. Das Fahrrad, was ich dafür fertig machen will, habe ich schon. Ist noch nicht voll ausgerüstet. Ich muss noch gucken, was ich dafür noch brauche. Aber das dürfte ja nicht das Problem sein. Das sind also die Hauptveränderungen, die jetzt kommen werden. Wie gesagt, Logo, Name und einige Sachen, die zusätzlich in den Kanal mit reinfließen werden an Content. Ihr könnt ja mal unten in die Kommentare reinschreiben, was ihr davon haltet. Oder ob ihr doch lieber nur Wandervideos sehen wollt. Das weiß ich ja nicht. Würde mich über das freuen, da ein bisschen Feedback von euch zu bekommen. Und ja, und ich freue mich schon aufs neue Jahr. Auch darauf, wenn es wieder etwas wärmer wird und die Tage vor allem etwas länger werden. Denn momentan ist es doch arg schnell dunkel. Und das, glaube ich, ist das Schlimmste. Ich glaube, nicht mal die graue Zeit ist nicht das Dramatische. Einfach, dass man so wenig Zeit hat. Man hat vielleicht noch 6 Stunden am Tag, vielleicht momentan noch, die man Zeit hat, irgendwas zu unternehmen. Und in der Zeit kommt man auch nicht sehr weit. Zumindest nicht, wenn man so trödelt wie ich. Ja, und daher freue ich mich schon auf meinen ersten Urlaub. Mal gucken, wann ist denn der? Ich glaube, im April müsste der sein. Mal gucken, wo es dahin geht. Ich würde sagen, lasst euch überraschen. Bis dahin werde ich noch die eine oder andere Nacht in den Wäldern verbringen. Werde euch dabei natürlich mitnehmen. Und ja, mal gucken. Vielleicht gibt es Anfang des Jahres noch von der letzten Woche zwischen den Feiertagen, wenn ich freikriegen sollte, noch ein weitere kleine Tour, die geplant ist. Mal gucken, lasst euch überraschen. Ja, und ich werde jetzt einen schönen meinen Tee zu Ende trinken. Ich habe da hinten in der Kanne noch ein bisschen was drin. Also das war noch nicht alles, was da drin, was ich hier habe. Und dann würde ich sagen, ich würde mich freuen, sagen wir es mal so, wenn ihr mir weiter gewogen bleibt. Teilt meine Videos, ladet die Leute auf meinen Kanal ein und dann freue ich mich mit euch auf das neue Jahr. Ja, ich wünsche euch schöne Feiertage, gehabt euch wohl und viel Spaß und rutscht nicht aus, wenn ihr ins neue Jahr rutscht. Haut rein. Ciao.